zusammen, willkommen zu einer weiteren Partie Call of Duty Mobile Battle Royale auf der Blackout Map. So, wir nutzen den Überflug Richtung Südosten, um uns gleich bei dem Windenergiepark daraus zu springen. Sehen wir im Hintergrund schon die Turbinenfabrik zur Fertigung von Windenergieanlagen. Da ist dann rechts die Geisterstadt. Wir gucken mal, jetzt sind schon die Schatten der Windturbinen. Wir gucken, ob wir fliegen oder landen können von einer der Windturbinen. Das ist natürlich mal schick. Man sieht jetzt schon die Position, das ist jetzt nicht ideal, dieses Windparks. Die hohe Bergkette, das kann natürlich nicht so viel sehen. Tatsächlich. So, also jetzt stehen wir hier auf einer Gondel. Hier dreht sich jetzt also bei niedriger Windgeschwindigkeit das Windrad. Hier ein paar Windräder. Ja, sind jetzt auf, weiß ich, 120, 130 Meter Nabenhöhe. Das ist genau jetzt der Punkt, wo die Rotorflügel, wo die Gondeln sitzen. Rotorflügel selber, Länge von 50 bis 55, 60 Meter. Die Windanlagen werden natürlich immer höher. Man sieht im Hintergrund auch noch die Hochspannungsmasten, die den Strom dann wegtransportieren. An sich der Standort aber hier nicht ganz ideal, weil wir halt hier auf diese Bergkette gucken. Ja, also hier stehen wir jetzt auf der Gondel. Hier drin ist jetzt die Turbine, der Generator, der dann die Rotation umwandelt in elektrische Energie. Dann brauchen wir noch Umrichter, die dann den Strom netzdienlich umwandeln, damit der Strom dann hier ins Stromnetz eingespeist werden kann mit 50 Hertz. So, springen wir mal runter. Gucken, ob wir mal reingucken können in die Windenergieanlage. So, hier steht ein Servicefahrzeug. Eine umgestürzte Anlage. Keine Ahnung, was da passiert ist. So, hier haben wir erstmal nichts, was wir brauchen können. Keine Waffen. Ja, also man sieht jetzt hier erstmal eine Bodenplatte. Ja, da ist schon einer. So, nehmen wir mal die Waffen. So, also mal gucken, was wir hier, wie weit müssen wir? Es geht noch. Ein Fahrzeug organisieren. Also der Windpark hier. Warum sehen wir eine brennende Windenergieanlage? Das kommt dann eher von einem Blitzschlag, der dann in die Gondel, in die Gondel einschlägt. Ja, an sich, also die Höhe. Je höher die Windenergieanlagen sind, desto höhere Windgeschwindigkeiten kann man erreichen. Das ist ja das Entscheidende. So. Ich muss hier nochmal hier. Jetzt ist er hier. Das ist hier ein Umspannwerk scheinbar. So, jetzt bräuchte man hier. Fahrzeug, sonst ist das ein langer Marsch. Vielleicht finden wir unterwegs irgendwo ein Fahrzeug. Ansonsten machen wir uns mal hier auf die Socken. Ja, also entscheidend bei den Windanlagen ist die Windgeschwindigkeit. Das hatten wir schon in einer anderen Folge, dass die Anlagen, die Leistung einer Anlage ja mit der Potenz der Windgeschwindigkeit steigt. Also Verdopplung der Windgeschwindigkeit heißt Verachtfachung der Leistung, die die Windanlage dann produzieren kann und umsetzen kann. Das, vorne ist ein Fahrzeug. Also das ist entscheidend für die Platzierung, deswegen, also das ist jetzt für den Windpark, den wir jetzt hier im Spiel haben, der ist jetzt nicht ganz ideal, weil der östlichen Teil diese Bergkette ist.
Das heißt, das führt natürlich dazu, dass man dort einfach schlechte Windverhältnisse hat. Ideal sind natürlich dann Windverhältnisse, die ungestört sind und man keine Bergketten, keine Wälder hat. Das ist das Entscheidendste. Das wird bei den Offshore-Windenergieanlagen natürlich dann noch etwas besser, dass bei den Windenergieanlagen die auf dem Meer sind. Denn da haben wir keine Hindernisse, die die Anströmung stören. Vorne ist einer. Aktualisieren oder auffrischen. Ist ein bisschen was los in Rivertown. So, ich bin zurück zum Fahrzeug. Da war ja noch so ein Fahrzeug mit Kanone oben drauf, der MG, das nehmen wir mal mit. Ja, also entscheidend bei der Windenergieanlage ist natürlich die Rauigkeitslänge, das heißt also, dass möglichst wenig störende Hindernisse in der Umgebung sind, um also eine gleichmäßige Windgeschwindigkeit zu haben, die stört. Das führt dann dazu, dass man dann also stabile Ertragsverhältnisse bekommt. Das ist ja das Ziel, was man hat. So, ich habe die Hubschrauber, den ignorieren wir mal. Weiter. Ja, gut. Airdrop incoming. Also, hier haben wir schon drüber gesprochen. Und Energieanlagen mittlerweile 120, 130 Meter, teilweise sogar noch höher. Airdrop has been delivered. Die Windenergieanlagen an sind etwas niedriger. Das ist gar nicht nötig, dort höher zu bauen. Was auch noch passiert ist, dass die Wind
Anlagen auch größeren Durchmesser haben, also die Rotorflügel immer länger werden. Denn je größer die Fläche ist, desto mehr Wind kann man abgreifen und dann umwandeln in elektrische Energie. Das Hauptziel, so kommen wir hier. So, gut, abgekümmert. Und das ist ein Herdruck noch ein bisschen reiner. Das ist hier Limit zu uns. So, dann fahren wir mit dem Airdrops. Dann haben wir noch die. Hey! Sollte. So, die Top-Rüstung. Ja, also auch hier wäre jetzt die Position für den Park. Ja, das ist okay. Ein paar viele Bäume. Viele Bäume, aber hier wäre eine Hügelkette. Wir haben hier, wenn man das jetzt hier oben bauen würde, in dem Fall wäre das wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Wir haben hier eine ganz gute Lage. Da hinten ist das zum Fluss und Meer, also hier könnte man was bauen. Man sieht bei den Windenergieanlagen und der Bau selber, das ist Planungsaufwand relativ langwierig und aufwendig. Das darf man nicht unterschätzen, also vom ersten Idee bis zur Baureife dauert es tatsächlich um die 5 Jahre. Ja, also 5 Jahre bis zur Baureife, das ist, liegt insbesondere natürlich an der langen Zeit bis zur großen Aufwand, was die Umweltauflagen angeht, die man berücksichtigen muss. Das trifft die den Naturschutz, Vogelschutz, Schutz der Fledermäuse. Da gibt es entsprechende Auflagen, die man berücksichtigen muss, über Gutachten. Und das macht
Planung aufwendig. Natürlich auch noch die Ertragsgutachten, also die Prognose des Energieertrags. Auch das ist dauert eine Zeit. Airdrop incoming. Entsprechend umgesetzt ist. So, jetzt sind wir noch alleine mit einem weiteren. Chip Terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Voidwalker activated. Ja, also, das zur Folge. Von daher, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.